So. Alle aufdecken. Und zaubern. Okay. Wird Zeit für einen Meteor. Alof. Okay, der Meteor wurde unterbrochen. Auch nicht schlimm. Mitten im Meteor stehen ist vielleicht nicht die beste Idee, Alof. Es leben hauptsächlich noch Vampire. Warum haben wir so viele schwer verletzte und halbtote Vampire? Warum könnt ihr nicht mal einen töten? Oh. Bist du... Ja, du bist beherrscht. Oh, das ist nicht so gut. Wer ist da in ein Schwein verwandelt worden? Maya. Der schmeißt den mal bitte um. Nehmen wir mal wieder aus dem Kampf. Maya steht da noch mit einem Lebenspunkt. Komm, ein Herzschuss. Noch ein Herzschuss vielleicht? Langsam wird's lästig. Oh. Okay, Maya und Xoti haben Verletzungen. Nein. Was haben sie denn? Minus Tapferkeit und Heilung und Max Gesundheit. Das ist schlechter. Aber wir haben es wenigstens mal geschafft, wenn auch wieder mit großen Verlusten. In Anführungszeichen.
ihrem Wachtrupp hier loszuwerden. Und so wie das Ding aussieht, war das der einzige große Wachtrupp. Es war ja auch lässig, es waren drei oder sogar vier Vampire. So, das war's auch schon mit diesem Ding hier. Außer wir kommen da jetzt nach ganz oben. Sehen wir ja gleich, wenn es geladen hat. Inneres der Krypta, okay. Falle. Hey. Hey. Stand together. Hey, hey. Watch it with that. That would be enough. Haben wir die Falle ausgelöst oder warum ist da alles grün? Hm. Also ganz ehrlich, im Gegensatz zu den Gegnern draußen war das jetzt ein Witz. I'll try my best. Hm, dafür gibt es sicherlich irgendwo einen Schlüssel. Oder ich brauche mal wieder ein Diebeskit. Ein auferstandener Meister. Okay. Darkulhaut-Ding. Auferstandener Magier. Hey, watch it with that. Okay, dann ein spätzündender Feuerball. Der hat gesessen. So, fehlen noch der Magier und der Priester. So. Um einiges einfacher als draußen gerade, aber ich sollte nicht zu vorlaut sein. Die nächste Vampirgruppe könnte wieder garstig werden. Das war die falsche Taste. Ein Schwarzholzstamm. Ja, Quartiermeister Harka. Das ist eine Vampir auf jeden Fall.
Das heißt, wir sollten hier auf jeden Fall schwerere Geschütze auffahren. Können wir hier noch was? Gebet? Ikonische Projektion. How may I help? All thick, worthy, and wrong. Might as well be hitting the water. Lava reveal seek. Looks like I'm here to stay. Ja, ganz ehrlich, wenn es nur ein Vampir ist und alle auf den im Dauer 4 hält, macht das einiges einfacher. So. How may I help? Of course. Die Schwärzter Plattenpanzer. Bin gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder. Musste kurz unterbrechen. Aber es geht weiter. So, wir haben... Oh, eine Falle. Speak freely. What? We here? Yes, happily. Gefäßknochen und jede Menge Geld, okay. Das können wir immer noch nicht öffnen, weil Mechanik zu niedrig. Just a moment, please. Gut, vielleicht finden wir noch einen Schlüssel. Wenn nicht, nehmen wir ein Diebeskit. Indeed. Wow. Fallen auf der Brücke. Zwei Totenschädel. Geisterparadies abgegradet. Die Feuerschale hat den ersten Anschein nach keinen Mechanismus zur Selbstentzündung. Doch du bemerkst an ihrem Boden ein mit getrocknetem Blut bedecktes Becken. Es genau untersuchen. Fast schon völlig vom verkrusteten Blut verdeckt ist ein kleines Wappen mit geometrischen Formen. Du erkennst das Wappen nicht, aber es sieht nach dem Stil der Huana aus. Und hier? Dasselbe. Was sagt der Geisterparadies? Ich bin auf eine Tür gestoßen, an der kein Schloss oder Knopf zu sehen ist. Stattdessen hat sie ein Reservoir an jeder Seite mit geronnenem Blut. In dem geronnenes Blut ist. Okay. Du gießt die übelriechende Flüssigkeit in das Becken, worauf sie in den Tiefen der Feuerschale verschwindet. Du hörst ein leichtes Rumpeln, auch wenn du nicht genau weißt, woher es kommt. Mit einem Schlag entzündet sich die Feuerschale. In ihr Flammenwerfen tanzt der Schatten auf die umliegenden Wände. So, und dann hier noch. Können wir nicht. Es scheint so, als ob sich die Kohlebecken neben der Tür entzünden, wenn man Vampirblut ins Reservoir gibt. Ja, ein Vampirblut hatten wir. Oh, dadurch ist hier aufgegangen.
Oh, meine Güte. Aber es sind nur normale Skelette. Es sind aber zwei Vampire. That order's too tall.